Scoren, okay, warte mal rein. Mensch, die haben alle eine Pumpgun hier, die sind gleich so. Kommst du gleich ohne Pumpgun durch? Warte mal, ist das Plastik? Jo, Plastik. So, mal gucken, dass ich hier oben versuche. Ah, was soll denn das immer? Warum kommt denn immer dieses Scheißding jetzt wieder? Ich muss was wehtun. Okay, das ist so eine Art Klassenraum oder so, ne? Das ist alles zu schwer, das kann ich alles gar nicht mitnehmen. Warum habe ich hier jetzt 31 Kronkorken gekriegt?
Okay, da hinten komme ich nirgends durch, wie es aussieht. Achso. Irgendwie raus oder so, ne? Ja. Ich will aber nicht raus. Ich will. Nö, die will ich nicht beanspruchen. Ja, die ist fehlgestellt, mir klar. Die will ich nicht. Die ist viel zu groß für mich. Oh, da ist was. Schlüssel zum Safe des Rektors. Hier muss irgendwo ein Safe sein. Würde ich sagen. Und der Futter, ja. Zerritten. Mann, ist das riesig. Was sei denn das? Immer dieses scheiße Ringe auftaucht. Das nervt. Ja, das nervt. Da geht's raus. Das ist eine Schule oder so, ne? Auch jetzt so ein Plastiklevel nehme ich mit. Da war noch eine Gabel, eine Dinnergabel. Ja gut, die sind nicht aus Plastik. Brauchen immer Plastik. Hier ist nichts weiter. Hier ist was, ja. Okay. Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Die geht von alleine auf, wenn ich hier Dachte drin man immer, bin. man würde nie selbst davon betroffen sein. Oh. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Evan. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Hatte ein Jahr vor mir die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben, aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox für uns in die Bibliothek. Jeden Tag. Als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen, ihre Zukunft beschützen, Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich Ah, eine als nächstes mit Papa zu Maschinenpistole. Mamas Grab. Er war Cool. froh, dass ich in West Virginia blieb. Und ich auch. Gleich mal gucken, was damit ist. 10 mm Maschinenpistole. Da hauen wir die Munition aber richtig voll raus. Aber wir legen die trotzdem ab. Ja, die sind beide nicht mehr so wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wo ich die abgelegt habe, wenn ich die Moment. Wo sind denn die Wurfmesser? Das sind Beil, das ist ein Beil. Ich habe kein Wurfmesser.
Die Planke. Da sind die. Ach so. Gut. Hatte ich jetzt hier geguckt oder nicht? Das war nur die Zellsteuerung, ne? Ich werde mal diese neue ausprobieren und sehen, wo ist sie. Ich habe sogar wieder Zellen gefunden. Cool. Ja, das könnte tatsächlich was werden. Aber ich glaube, ich habe hier alles durchforstet. Cool, da sind doch tatsächlich mehrere Sachen ineinander geflossen. Ich kenne diese Maschinenpistole nur aus Fallout 3. Diese Art von. Oh, da ist noch ein Kürbis, okay. Da ist noch ein Dings vom Moment. Nee, das ist kaputt. Ja, gut, dann muss ich jetzt mal schauen. Wo muss ich da jetzt hin? Ich müsste diesen Sender abschalten. Je weiter ich in die Richtung gehe. Event umschwärmt. Hier sind auch ein paar Leute. Voltec Universität. Okay, Voltec Universität. Was mache ich jetzt? Mal gucken. Wir warten mal. Voltec Universität vielleicht, ne? Ich habe nur noch 9 Schuss. Wo muss ich denn lang? Ich muss in die Richtung nach 90 Grad da lang. Noch weiter. Dann laufe ich jetzt hier mal durch. Hier ist ein Ortsteil oder so. Gehen wir doch hier mal lang. Ja, ich brauchte. Moment, ich muss was essen. Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen beim Hammer Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Was? Die Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Was bitte was? Das war nochmal für mich zu mitlesen. Okay, welche nehmen wir denn zuerst? Wir brauchen eine geladene Waffe. Und wir brauchen geladen. Die ist geladen. Geladen. Das ist Beil, das ist Wurfmesser, die ist leer. Stacheln. Da sollten wir noch mal gucken. Moment. Ja.
richtig verkehrt. Da haben wir Gott sei Dank genug Munition für. Immerhin hat er Radix. Hey, wo kommst du denn her? Wo kommt ihr immer her, Mensch? Kommt doch manchmal sehr dicht. Das bringt mir alles nichts. Ich brauche Munition. Okay, wir gehen weiter Richtung Mama deutsches Lebensmittelverarbeitung. Ah, da gehen wir hin. Moment. Die Richtung stimmt in etwa. Ich muss hier wieder ran. Ich gehe hier nicht runter, das ist zu gefährlich. Wie bin ich denn hier raufgekommen? Hier. Ich muss hier lang. Das könnte sein, dass das. Moment. Was ist das? Voltec. Geh ich rein, wirklich nicht rein. Ja, ich werde auch gleich Schluss machen, denke ich. Ich habe auch keine Energie mehr. Ich gehe zur Uni. Ich gehe erstmal zu dieser. Die Universität kann ich immer noch spielen. Wahrscheinlich werde ich sowieso wieder. Speisung der Hunde, hungrig, du betrittst sein Eventgebiet. Achtung, Responder, die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebeten Gäste bekommen. Ich muss ein paar Sachen abwerfen. Ich bin immer irgendwie zu schwer. Ich habe aber von den Waffen nicht. So, was habe ich hier? Oh, das ist gar nicht angezogen. Das will ich aber nicht an. Das will ich anziehen. Diverses Holos. Schrott. Abwerfen? Ja. Und bitte nicht die Dinnerkabel. Das ist Stahl, Moment. Klebeband, Lupe. Das Plastik behalte ich. Nicht schon wieder, ey. Mann, du kannst hier echt nicht mal. Jetzt reicht's aber, ich werde hier aufgefressen. Hau ab, du doofes Vieh. Mann, ey. Ich muss doch mal meine Arbeit machen können. Das ist doof. Ja, das ist doof. Das mag ich nicht. Stehst da und die knabbern dich an. Jetzt bin ich schon wieder halb tot. Ich wollte noch was abwerfen. Damit ich leichter werde. So, das vergoldete Glas. Oh, Gold. Oh, weiß ich, ob wir das brauchen. Halt, das ist eine. Nein, will ich da auch nicht ausrüsten. Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Ach, was für ein dummes Zeug. Jetzt habe ich wieder ausgerüstet. Abgeworfen habe ich das doch. Ich krieg diese blöde Metall nicht weg. Das ist Plastik, das behalte ich auch. Das wiegt aber auch was, stelle ich gerade fest. Dann schmeiße ich das. Nein,
Das schmeiße ich nicht weg. Ich brauche das Plastik, damit ich mir Schrot machen kann. Klingt nämlich auch aus so. Wie sieht es mit Mats aus? Ach, ich habe einen Hakenrohrzer gemacht. So, na gut. Ich bin auch hier. Ich leuchte ja wie ein Weihnachtsbaum. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Nein. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Was habe ich denn für eine Waffe? Moment, was können wir nehmen? Oh, wir nehmen die Laserpistole. Der kommt hierher. Schleiche hier mal so rum. So. Oh, diese kleinen Mist da wieder. Fürchten Sie sich nicht. Die Ordnung wird in Kürze wiederhergestellt. Wo kommt denn das her? Ich könnte es nicht sehen. Overdrive. Was passiert denn, wenn ich Overdrive nehme? Sorry, ja, wir sind mit Fleisch erobern. Hey. Alles Stahlschrott, aber. Muss mal gucken, ich muss hier glaube ich rein, ne? Weiß nicht, was ich machen muss, warte mal, du verdurste. Ich verdurste nicht, ich muss es einfach nur erstmal wissen. Ich habe kein Wasser, oder doch, habe ich Wasser? Ups, Mikkel, was haben wir denn noch? Aufbereitetes haben wir sogar. Ich werde das jetzt so austrinken und dazu nur eins, dann trinke ich noch so ein. Und ich müsste eigentlich damit auch noch weiterkommen. Jetzt brauche ich aber noch was gegen das Radaway. So. Und was zu essen würde ich noch haben müssen. Lass mich in Ruhe, du doofes Ding. Hab ich das? Ja. Der ist inaktiv irgendwie. Da ist er sowas.
beendet. Bereit, gesichert. Der ist nicht gesichert. Ich weiß nicht, was ich machen muss hier. Ich muss da, glaube ich, runter. Aber ich traue mich gar nicht runter. Was muss ich denn machen? Ich glaube, ich muss die alle da reintun, ne? So, so. Und jetzt? Sammle die ab und finde das Bürgermeisteramt. Jetzt muss ich irgendwas machen. Kümmer dich doch mal um diese blöden Roboter. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Irgendwas muss ich machen. Oh, hier ist noch einer. So, was haben wir hier noch? Auf jeden Fall schmutziges Wasser, aufbereitetes Gummibonbons. So, und jetzt? Das, da ist so einer. Zwei, vier, sechs, acht habe ich. Und jetzt? Ja. Ich muss immer noch was da rein tun, wie es aussieht. Nennen Sie das? Was, wo kommst du denn jetzt her? Spielst du denn nochmal? Ohne eine andere Waffe, so geht das nicht. Ich bin tot, Leute, ich bin tot. Ganz schön Stimpack. Und am besten noch eins und vielleicht noch eins hinterher. Hier auf hier. Mein Gott, ist hier viel Schrott. Au, du tust mir weh. Blöder Roboter. Verschwinde, du letztes Ding. Jetzt geht mir aber meine Knarre kaputt, ich glaub's nicht. Versteck mich lieber noch einen Moment. So. Ich hab keine andere mehr, ne? Eine Pumpkin, da ist er. Die ist kaputt. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Da steht noch einer. Ich kann aber. Da ist noch einer. Ich muss
zu dem Automaten, warte. Einmal darüber, so. Ich habe keine Munition mehr. Dann bleibt jetzt nur noch die. Ich hoffe nur, dass sie das aushält. Habe ich da noch irgendwas? Ich glaube nicht, da war ich schon, ne? Das ist eine schwierige Aufgabe, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ich mache eigentlich nach dem Instinkt jetzt. Der springt mir doch jedes Mal dieses Ding in die. Warum kann ich eigentlich hier rumlaufen? So. Es hört überhaupt nicht auf. Ist hier noch irgendetwas, was ich schon wieder. Mensch, jetzt hör doch mal auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe das doch abgeschaltet. Ja, aber was muss ich machen? Ich habe schon was reingetan. Ah, ich habe noch einen. Nee, warte mal, ich muss hier lang. Und jetzt? Ah! Muss ich hier hin? Bitte zuerst lesen. Ich wäre auch immer das Lied, keine Zeit mit diesen Lebensmittelverarbeitung zu vergeuden. Sind mit einem Anschluss, konnte ich sie nicht länger als ein paar Minuten zum Laufen bringen, bevor sie überhitzen und sich abschalteten. Falls du es schaffst, hier alles einzuschalten, wächst du wahrscheinlich jeden Mutant und jedes Monster im Umkreis von 2 Quadratkilometern auf. Also sei darauf vorbereitet. Wählen Sie dies. Okay, dann will ich das jetzt aber einschalten. Finde die nächste Tage und beanspruche die Werkstatt. Nein, 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 das machen wir alles nicht. Wir wollen dieses Ding jetzt einschalten. Warum kann ich das nicht einschalten? Durch und durch, aber Rekorde schön. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal weg. Halte ich dieses gottverdammte Teil ein? Gute Frage, ne? Und hier vielleicht irgendwo. Hier müsste, glaube ich, was rauskommen. Ich
Hütte gerne, aber ich weiß nicht wie. Moment, hier? Nee, hier war ich schon. Aha, hier auch nicht. Ja gut, dann weiß ich das jetzt einfach nicht. Das ist so. Ich kann es nicht ändern. Ich werde jetzt, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Es ist noch, ja, eine gute Stunde. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Irgendwie soll dieses Teil wohl was herstellen, ne? Versuchen Sie nicht zu fliehen. Der Gerechtigkeit wird schnell und fair Genüge getan werden. Fair vor allen Dingen. Oh, da steht irgendwas. Warte mal, Buff out. Aha. Kann ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss bestimmt noch irgendwo einen Hebel umlegen. Warte mal, 92 später. So, wenn ich jetzt hier, nee, Moment, Karte. Ach, muss ich jetzt da rüberlaufen? Das ist ja doof. Portzeitpapp. Das muss ich doch so irgendwie. Das ist ja doof. Ich verschwinde jetzt hier. Ich kann hier sowieso nichts mitnehmen. Es sei denn, ich finde jetzt noch eine Werkstatt oder so. Dann kann ich das bestimmt noch benutzen. Was haben wir denn hier? Kühlmittelverschluss. Tja. Da muss ich, glaube ich, hin. Kann das sein, dass ich da hin muss? Nee, das ist der Portzeitpapp. Ich muss. Da, wo ich hergekommen bin. Ich bin doch. Genau, da muss ich lang. Patronen. Oh, Moment, die gibst du mir mit, die Patronen. Oh, da hinten steht ein Generator. Gucken, ob da was drin ist. Scheiße, leer. Klassik, Hundenapf. Gut, dann gehen wir noch zur Universität heute. Denn ich habe keine Idee, was ich sonst noch machen könnte. Oh, ich bin schon wieder. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin irgendwie. Oh. Ich sollte vielleicht mal wieder was abwerfen. Ich habe immer noch so wahnsinnig viel. Das hat 15, das würde schon was bringen. Die Lederrüstung, Brustteil, Metallrüstung. 20 und 3. Ich muss hier nochmal das Ding anziehen. Warte mal, das hat Taschen, ne? Ja, genau, das muss ich mit Taschen haben. Das ist die Universität, das könnte hinkommen, ne? Wann sieht das ekelhaft aus?
Hau ab, du Miststück! Mann, ich treff das blöde Zappelding nicht. Coyote war sein. Die geht mir bestimmt gleich. Geh mir aus dem Weg. Meine Pumpgun ist kaputt. Okay, ich muss mir eine andere auswählen. Warte mal, ich hatte aber doch nur eine Waffe. Eine hatte ich doch extra aufgehoben. Mist, ich hab das nicht mehr. Warum habe ich die Pumpgun nicht? Ich muss die nächste Pumpgun unbedingt aufheben. Ja, Mensch, da freue ich mich wirklich auf das Spiel. Das macht Spaß irgendwie. Ich kann überhaupt nicht aufhören. Ich wollte eigentlich längst weg sein. Entwicklung körperliche Gesundheit. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder gestört. Einführung zu dem Hauptanliegen eines jeden Wortaufsehers gehören die Gesundheit und das Wohlergehen der Bewohner. Mithilfe dieses Kurses zeigt die Vortech, wie sich verschiedene gesundheitliche Probleme, die in unseren Worts auftreten können, überwachen, diagnostizieren und behandeln. Falls Sie Fragen zu diesem Lernmaterial haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter. Was haben wir denn da? Dieser Kurs wird entwickelt, um Ihnen die körperlichen Aspekte der Gesundheit und das ist irgendwie langweilig. Hier behandelt sich einen fortgeschrittenen Kurs, in dem der mögliche Fangstatus fehlt einer Nahrungsmittel eines Worts beleuchtet wird. Na, das sind wieder so komische Tests hier. Ach, das kommt uns da irgendwie bekannt vor, ne? Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Hier wurde die Forschung betrieben zu diesem ganzen Kram. Geht's noch raus, schätze ich mal. Da geht's auch raus. Ich glaube, ich gehe nochmal nach oben. Ich muss hier hin. Aha. Er? Persönliches Aufsehertagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortech. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade schön, das ist sauber. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Vault 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan ja einen Antrag. Mando, geh weg! Er wusste, dass ich Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser. Hey, sag mal, hast du einen Radar? Was hat der denn? Ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Ich hab irgendwas bekommen. Er hatte mich unbedingt zum
vom Altar. Was der Radwürmer eingefangen hat, der hat mich zu lange verprügelt. Und eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher... Oh, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das stelle ich an. Schmutziges Wasser. Man könnte so wahnsinnig viel looten, ne? Da war, glaube ich, gutes Wasser. Oh, warte mal, ist da auch Plastik? Trinkglas, Glas. Abgekocht, sehr gut. Ein Buch. So, jetzt habe ich von lauter Google wieder nichts mitgekriegt. So was Blödes, muss ich mir das hier nochmal in Ruhe angucken. Ohne Waffenbank. Was ich bräuchte, wäre aber keine Waffenbank, sondern eine Munitionsbank. Ist mir ins Gesicht gesprungen. Mann, das gibt's ja nicht. Was hat mit dem... Das ist was Panzerbrechendes, das gucken wir uns mal an. Panzerbrechend, aber das war auch kein... Die ist kaputt. Die nützt mir nichts. Panzerbrechen, da. Ohne 10 mm. Gut, muss ich diese auch nehmen. Bisschen ausmachen, gucken, was der da noch hat. Wo ist der denn? Da. Der hat einen Stift. Da ist zugemauert.